Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Holy Kingdom mit dabei ist der Gorobai. Hola. Die Anne. Hallo. Und Maxi McFly. Hi. Ist das eine Anekdote an Zurück in die Zukunft? Lieber Maxi. Das Problem ist, früher war mein Nickname überall so auf LAN-Partys etc. McFluffy. Oh. Ja? Das hat mein Gefühl verletzt. Okay, fand ich jetzt ganz schön hart, Chibi. Ja, weißt du, er will jetzt mal die Alter, Geschichte erzählen, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Und Chibis Reaktion ist auch. Oh. Ja, Max, sehr spannende Geschichte. Du bist grausamer als. Max, sag mal bitte was. Max? Ich fühl mich gemobbt. Ich sterbe gerade, Leute. Oh, also jetzt wirklich. Hoffentlich tut's weh. Ja, ja. Worum ging es gerade nochmal? Ich hab den Faden verloren. Irgendwas also Max, du hier auf LAN-Partys siehst du McFlurry, oder was war das? McFluffy. Alter Mac. Doof, du, ey. Meine Mama ist ein McFlurry, ey. Die schlürf ich auch immer. So. Jetzt geht's ab. Jetzt ist es. Armageddon. Kass euch alle! Nee, aber jetzt ernsthaft, Max, hier. Zurück in die Zukunft, oder was ist die Sache? Warum McFluffy? Nein. Warum die Leute, Fluffy? Die Leute wollten nicht. Liegt das an der Behaarung? Nein, weil ich damals auf der wie heißt das hier? Efterskole, wie heißt das auf Deutsch? Kannst du nicht sagen? Nachschule. Hochschule. Was? Nachschule nennt sich das. Nach der Grundschule besetzt. Kannst du nochmal so ein Jahr machen von wegen, oh ja, ich bin noch nicht bereit fürs Gymnasium. Ach so wie Vorschule fürs Gymnasium. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist das ein ganz normales Schuljahr, aber egal. Nur halt sowas wie ein Internat, ein Jahr lang weg, wo du auf der Schule lebst, ne, etc. Und ja, stimmt, es ist ein Internat. Ja, so also auf dem Internat halt, ja, wirklich. Und im Endeffekt hab ich da kein Nickname. Und die Leute, oder wir haben uns halt aus Spaß, haben wir uns alle so irgendwas mega schwules, süßes ausgedacht. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, ja gut, McFluffy. Von wegen Fluffy und dann mit rosa Namen. War das so deine experimentelle Phase, Max? Sag's jetzt. Sag's dann. Vielleicht war sie das. Er hat mehr ausprobiert auch, glaube ich. Ja, natürlich. Mehr als jetzt sagt. Was tust du da von meiner Haustür? Ich ändere mein Game-Mode. Hier, Tee. So, der Wald ist wieder frisch, Leute. Oh. Mach die Tür einfach wieder zu. Ja, ich muss jetzt wieder. Der Wald ist wieder frisch, man kann wieder rein. Warte mal, ich muss mal kurz eine Wandertour machen durch den Wald. Mal schauen, in wie viele Löcher ich reinfall. Gar keins. Warum steht hier plötzlich ein Baum? Aufforstung. Warum nicht? Aufforstung. Das kann ich dir erklären, weil sonst das Liegen so ungemütlich wird. Na, ist Aufforstung gewesen, ne? Aufforstung? Ich rette dich vor dem Zombie. Du rettest mich nicht, das greift dich an. Und was sagst du? Ja, ich habe auch extra die normalen Oakwood-Bäume gepflanzt. Ja, ich bin stolz auf dich, hast du es Gutes gemacht. Dankeschön. Gutes Fifi. Gutes Fifi? Fifi? Hat sie Fifi gesagt? Jetzt habe ich Angst. Warum? Oh, das ist so. Ja. Das richtig aus, mein Schatz. Nee, mach das besser nicht. Da haben wir uns wahrscheinlich eh im Hühner irgendwann nochmal begegnet. Halt ich lieber meine Klappe. Nächste Woche bin ich wieder in Bremen. So, oh! Aus Bremen einloggen. Also, aha, gut, da weiß ich es auch. Oh nein! Sorry. Wow! Alter, dein Kopf sah gerade richtig creepy aus. Das ist übelste Verrenkung gerade. Ich weiß. Mhm. Bist du immer so beweglich? Na, jetzt haben wir über Maxis Dings gesprochen. Nickname. Wie ist Givi wieder? Nee, warte, das war gleich zu Ende. Im Endeffekt, aber das war McFluffy und irgendwann, den Leuten wurde es aber zu lang, deswegen haben sie mich irgendwann McFly genannt. Und ich wusste bis, glaube ich, ein Jahr, nachdem sie mich so genannt haben, nicht warum. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, das ist wegen dem fucking Film. Nichts gegen den Film, der ist super. Ja, toll, ich wollte einen kreativen, individuellen Nickname haben. Und dann weiß ich plötzlich, oh. Dann kriege ich so einen Abklatsch. Dann kriege ich so einen Abklatscher von meinen Leuten. Oh, das arme Ding.
Hey, Freundchen. Freund von Freundchen. Ganz, ganz sagt ihr hier. Lass du mal die Finger von ihr. Lass du mal die Finger von ihr. Ah, was soll das? Finger weg. Mein Zivi! In einem Irrenhaus oder so, ja. Ich sollte ein Schild dran machen. Limmer. Na gut, Arne versteht. Solltest den komischen Wachhorn Maxi McFly mal an ihre Leine nehmen? Ja, genau. Das ist ja nach dem Motto: Er macht sowieso, was ich will. Ja, was soll ich sonst denn noch zu sagen? Er macht, was ich will, aber ich sag ihm das nicht. Das ist so bescheuert. Ich nutze die Männer nur aus. Ja. So, Anne, ich kann dir jetzt wieder helfen. Oh nein, das war so schön ohne dich. Du tut nur fürs Personal, das war ja heute so ein Kommentar, ne? War, das hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Und dann kann das Personal nicht mehr reinkommen, also das ist echt. Das ist das allerletzte. Info-Anmeldung, soll da ein Villager drin stehen? Ja, fände ich cool. Ja, heute. So, hatte ich jetzt. Mein Game hatte ich jetzt. So, ein letztes Mal erklimme ich diese Stufen, um zu schauen, wie sie sind. Der verkauft sogar noch was ganz Gutes eigentlich. Irgendwas muss ich hier noch machen, wenn du Eingang. So, Ant, gib mir den ab. Das kommt nochmal irgendwann. Klettern wir hier hoch. Erklimmen die Stufen der Qualen. Aber hier, Givi, dein Name, ist der dann auch aus dem Film? Hier, wie heißt das, der Film noch? Jumanji. Jumanji, genau. Ja, also von Minecraft, ja, klar. Das ist eine Anekdote an diesen großartigen Film. Ich finde den der Hammer. Meine Kindheit geprägt hat. Ich fand den als Kind mega gruselig, aber ich fand das geil. Geil, weil es so gruselig war. Nee, ich liebe es, nicht so gruselig. Givi, ich habe tatsächlich mal gehört, Givi heißt auf irgendeiner Sprache glücklich oder so. Irgendeine Kugel, mein Freund und Helfer. Aber das war nicht die Bewegung. Warten Sie, bis Sie dran sind! Warte, hast du noch eine Fackel? Okay. Was? Ich wollte hier so ein Laubding drauf machen, dass es aussieht wie gibt es nicht Busch. Eine Lampe? Das gibt's auch. GV, a slang word used in the snowboarding skateboarding crowd for non-serious boyfriend or girlfriend. Aber wie süß hast du jetzt gerade. Hast du eine Affäre? Non-serious boy or girlfriend. Das ist halt so, ne, was für zwischendurch, weil man halt nichts anderes hat, ne? Das. Weil man nichts anderes hat. Weil man fuck, oder auch, will, auf, oder auch casual gesagt, ich fuck friends. So. Na gut. Ich wollte aber eine Blume draus machen. GV, ich wollte, das passt ja auch. Ja, okay, ne? Vielleicht ist es doch nicht so geil. Ja, gut. Ja, oder so. Und dann musst du da hinten in der Ecke aber auch noch machen. So? Ja. Hier ist noch was falsch. Hier oben fehlen noch Fenster, ne? Ja, ich hab Glas dabei. Nee, ich kann noch einen Villager spawnen. Und oben wollte ich dann halt die Büroräume einrichten. Warte, ich hol mal Hast du noch zwei Glas oder soll ich holen? Grad. Und dann wollte ich da so Bürokabinen machen. Und es war eine gute Idee noch in den Kommentaren, da stand drin, wenn man auf die Tische ja Items drauflegen kann, könnten wir ja Papier machen oder Bücher und die auf den Tisch legen dann. Stimmt. Im Rathaus. Dann war eine sehr gute aus. Idee. Die Kommentarsektionen sträuben ja so vor Ideen. Ja. Es sprudelt ja förmlich raus. Förmlich. Warum nicht? Recht, lieber Maxi McFly. Ey, was lachst du? Was lachst du, Junge? Lacht nicht. Anne, komm nochmal zurück. Ja, was ist das? Anne, komm nochmal zurück. Ja, nein, nicht da. Hier, noch zurück. Ich hab doch noch das Spawn-Ei in der Tasche gehabt, aber ich hab was gespawnt. Der einzige Grund, warum ich mit den beiden aufnehmen lasse, dass ich bezahlt werde. Das ist so eine Wult. Kennt ihr diese Pfleger in so Heim für. Ne? Nach Abitur sieht er mir aber auch nicht aus. Los, mach die Tür zu, der bleibt doch jetzt erstmal drin.
Was ich, viele gar nicht wissen, eigentlich bin ich Pfleger für geistig Bedürftige und das sind meine Fälle hier. Eigentlich bin ich Pfleger. Einer der Besten. Denn eigentlich bin ich Pfleger. Ach Leute, was hat man Spaß gehabt. So, und jetzt kommen hier um die Bürokabinen hinein. Ey, hast du noch Holz oder soll ich was besorgen? Ja, ich hab noch Holz. Ich will nur mal eben gucken, wie es. Kannst du auch teilen, oder? Ich könnte auch teilen. Ich überlege nur gerade, ob wir nicht hier so Half-Slaps machen und dann hier so irgendwie mit. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Half-Slaps? Half-Slaps? Weißt du, das ist ja nur eins breit hier. Ob man dann quasi hier so ein Half-Slap in die Mitte machen könnte, weißt du, dass da halt ein bisschen Platz ist noch rechts und links. Nee, verstehe ich nicht. Erklär nochmal. Bisschen. Wenn das jetzt hier nur halb so dick wäre. Das ist jetzt so progressiv. Ach so, meinst du? Und ja, dann hier okay, in die Mitte, ja. Sodass halt. Ja, aber das geht auch nicht, ne? Ja, das weiß ich halt nicht, ob man den so platzieren kann, dass der. Ich glaube nicht. Ich gut, dann machen wir halt nur normale Büro. Ich denke, das geht so nicht, aber. Ich denke, das funktioniert so nicht. Da oben können wir dann eine Lücke lassen. Vielleicht auch sogar mit Zaun oder so. Einfach. Aber Büroräume sind ja oft so durch Oberlicht damit verbunden, so. Oberlicht? Oberlicht auch so Unterlicht. Nicht so das Oberlicht, ne? Solche Geräusche machen meine Katzen manchmal. Bitte? Ja? Was? Von Gibi hört man ganz lange nichts, sondern noch bitte, 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 bitte. Ich bin gerade wieder höchst konzentriert am Hofsbau. Doch, wenn meine Katzen irgendwo den Insekt an der Wand sehen und sie kommen nicht dran, dann stehen sie sich da vorne und machen. Das klingt irgendwie wie fickende Meerschweinchen. Oh yeah. Dirt, das Dirt. Das ist Dirty Talk. Dirt, Dirt, Dirty Dirt. Dirt. Ach Leute. Ja? Uns fehlt gerade wieder das Gesprächsthema, merkt ihr das? Wieso? Ich find's ganz witzig gerade. Ja. Momentan geht es doch eigentlich, ja. Alles super. Naja. Gut. Über was möchtest du denn sprechen? Hast du Sorgen? Ja, keine Ahnung. Ah! Aua. Aua. Mein Haus, Entschuldigung. Meine Ohren. Meine Ohren. Aua. Aua, meine Ohren, aua. Kann nichts hören. Guten Tag, wir sind von der Hausratsversicherung. Alles in Ordnung hier? Was ist denn passiert bei ihr? Nichts. Es ist nur was explodiert. Passiert, ne? Wie macht man denn diese Schemel, diese komischen Hocker? Einfach Share googeln hier im Dings. Share. So, Baby. Ja, was oder wenn du so falsch hast, irgendwie Stuhl. Ich lauf gegen dein Hausdach, wenn ich hier lang will. Ja, du musst ja auch. Stuhlgang. Was ist alles falsch, Max? Ah! Da können die Villager ja drüber springen. Ich weiß, ich hab dich jetzt logistisch überfordert. Warte, weil du ein bisschen mehr Platz brauchst auf dem Weg, mach ich dir den jetzt mal breiter. Er hat breit gesagt. Dann Max aber wie können wir das denn? Gelacht. Warte mal, dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir das einfach so. Dann können die da trotzdem nicht durch. Ja, ich bin so smart. Wollte ich auch gerade sagen, ne? Ja. Du bist so smart. Dann wird GV einmauern irgendwo. Warum hat sich dein Herz verletzt draus? Kann ich so das Herz gewesen. Muss ich mich dazu äußern? Ja, das würde ich ja nicht fragen, ne? Achso, okay. Ja. Tja, natürlich doof jetzt. Rudi, kannst du mal kurz gucken? Ist das okay? Kannst du mal kurz gucken? Nee, geht gerade nicht. Warum nicht? Weil ich in der Mine bin. Nie kann man sich auf dich verlassen. Ich besorg die anderen Sachen, damit wir in der Zeit aufsteigen können. Was hast du denn gegen die Ritterzeit?
Ding, die geht mir übelst auf den Sack mittlerweile. Das ist sowas bei Grobei. Das Problem ist, nach einiger Zeit geht ihm alles auf den Sack. Oh, lass das mal lieber nicht die Frauen wissen. Doch, die gehen ihm auch auf den Sack, aber auf eine andere Art und Weise. Ich hab da so ein Problem, ne? Dass die Frauen gehen mir nur auf den Leim. Oh Gott, wir brauchen wirklich ein Gesprächsthema. Nee. Zum Glück ist die Folge jetzt zu Ende. Nee, ein Gesprächsthema, Leute. Ja, Leute, ne? Dann. Ne? Ja, Leute, ne? Haut rein. Abschalten. So traurig es klingt, Leute, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ja, ich bin ja los, ey.